Was geht, meine Damen und Herren? Willkommen zu einer weiteren Part von Pokémon Schwarz. So, oh yeah. Gestehe, alter Mann. Wir wissen, dass du eine Pokémon-Pension betreibst. Dachtest du etwa, das würde Team Plusmind gehen? Wir nehmen den Menschen ihre Pokémon weg. Sie klauen unsere Jobs. Und in deiner Pokémon-Pension hast du bestimmt jede Menge davon. Die gibst du uns jetzt alle. Das ist doch verrückt. Du siehst wie ein starker Trainer aus. Bitte, du musst mir helfen. Ja, ich helfe dir. Kein Problem. Wenn du dich uns in den Weg stellst, dann wird dir wieder der Pokémon ab. Okay, dann komm her, du kleines Wichskind, Alter. Du kriegst das mal auf die Schnauze, du hässlicher Loser, Alter. Komm nur her. Zack, Alter. Guck mal da. Guck mal da. Ist ein hässliches Viech. Okay, sorry. So. Aber wir besiegen das schon. Gut, dass Theo hier nicht die Pokémon getauscht hat. Das wäre natürlich ein bisschen problematisch gewesen. Nee. Ich habe nämlich ja gar nicht geguckt, ob ich überhaupt alle meine Pokémon habe. Ich weiß auch nicht, ob Theo irgendwie so. Ihr wisst schon, was seid. Was ist. Und so schadenfreundlich ein bisschen. Weiß ich auch nie, auch nie. So, auf jeden Fall besiegt man das Viech jetzt. Hypnose. Gut, dass es daneben gegangen ist. Ciao. Ich glaube, der hatte gar keine anderen Pokémon, oder? Doch. Unratütox. Ich weiß, dass das ein Unlicht-Pokémon war. Ich weiß aber nicht, ob das gegen. Ob Käfer was. Käferattacken was bringen. Nee, absolut gar nichts. Ist das ein Gift-Pokémon sogar? Das weiß ich nicht. Nee, das ist auch nicht effektiv gegen den. Ist das ein Gift-Pokémon? Okay, es ist auch nicht gegen Unlicht effektiv. Okay. Naja, ist auch egal. Zack. Wenigstens ist es tot. Immerhin, oder? Immerhin. Plasma. Ah. Okay. Tja, du Loser. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Das gibt's doch nicht. Fürs Erste nicht, sie weg hier. Schnellst du Vergnügungspark. Ich würde auch gerne so einen Vergnügungspark gehen. Vielen lieben Dank. Hier als kleines Dankeschön, nimm es nur. Mit diesem brandneuen Fahrrad wollte ich eigentlich die Stadt besichtigen, aber dazu kam es leider nicht. Geil, ich krieg ein Fahrrad. Sehr schön. Er hält Fahrrad. Okay, Basis-Item. Ich betreibe auf Route 3 eine Pokémon-Pension. Falls du also einmal Hilfe beim Training eines Pokémon brauchst, komm zu mir. Toll, da wollte ich mir nur Rayono City ansehen und dann sowas. So, wir können ja jetzt mal... Hey, Jokic! Mann, ich will mein Fahrrad ausrüsten. Professor Escher meint, in Rayono City gäbe es unheimlich viel zu sehen. Der Vergnügungspark, das Sportstadion, die Sporthalle und die Kampfmetro. Ich gebe jetzt erstmal... Fuck! Keine Ahnung, was die jetzt sucht. Tut mir leid, meine Damen und Herren, ich habe keine Ahnung. Das tut mir wirklich leid. Ich wollte eigentlich gar nicht überspringen, aber gut. Ist passiert. Registrieren. Was ist registrieren? Ah, da kann ich jederzeit so benutzen. Ah, okay, mit dieser Taste kann man das machen. Ich gehe jetzt also mal mit der Pokémon heilen. Okay, jetzt weiß ich, wie man das macht. Da könnte ich jederzeit so angucken. Das ist interessant. Brauche ich ja gar nicht immer ins Menü gehen. Gut, dann machen wir das immer so. Merken wir uns das einfach mal. Wusste ich gar nicht. Also, das wusste ich jetzt nicht. Ich dachte, man kann nur eins im Select-Ding haben. Aber scheinbar kann man hier sogar mehrere haben. Habe ich, glaube ich, noch nie benutzt, weil ich es nicht wusste, dieses Feature. So, Haus der Prüfung. Wie gut bist du wirklich als Trainer? Gut, geh mal hier rein. Servus. Von der Kampfprüfer wird der Kampfstil analysiert. Möchtest du es probieren?
Ja, würde ich gerne. Es tut mir leid. Für dich ist es noch ein wenig zu früh, um an der Kampfprüfung teilzunehmen. Komm wieder, wenn du deine Reise beendet hast und stärker geworden bist. Okay, Haus der Prüfung kann ich scheinbar noch nicht machen. Okay, dann gucken wir uns weiter hier rum. Was geht, du Clown? Wenn du Pokémon-Köpfe magst, bist du in Rayono City genau richtig. In vielen Gebäuden findest du Trainer, mit denen du dich messen kannst. Was ist das? Kampfmetro, einsteigen und kämpfen. Rayono City, die Stadt, wo es blitzt und glitzert. Ja gut, dann gehe ich jetzt auf jeden Fall safe in die Kampfmetro rein. Ich weiß nicht, ob das sowas wie eine Arena ist. Sieger habe ich eingefahren, aber auch Niederlagen kassiert. In der weichen Station erwarten dich Züge voller Trainer, mit denen du kämpfen kannst. Willkommen in der Kampfmetro. Du bist doch ein Trainer, neben dem ich bestehe drauf. Was ist das? Kampfkamera. Wenn du eine Kampfkamera hast, kannst du gerne für deine Freunde oder deine Kampfmetro aufzeichnen. So, die mysteriöse Unbekannte macht sich jetzt auf und davon, genau. Sie macht sich auf zum Haus der Prüfung. Da will ich auch irgendwann hin. Da würde ich auch gerne hin. Weichenstation. Das ist die Weichenstation. Von hier aus kannst du die Kampfmetro benutzen. Okay, was ist hier? Hier ist die Bahnstation für alle Züge nach Ferula. Ist es ein Zug nach Ferula steigen? Nö. Was ist Ferula? Können wir hier so die Karte benutzen? Jetzt ohne Witz, ich würde da gerne hinfahren. Machen wir es einfach mal. Zu fährt die Künstler ab, bitte alles einsteigen. Ich bin mal gespannt, was ist Ferula? Ich habe sowas von keine Ahnung, meine Damen und Herren. Wo bin ich hier? Ah, da waren wir glaube ich noch nie. Ich glaube es nicht. Am Wochenende wird es hier ganz schön lebendig. Wer ich? Ich bin gekommen, um mir die Züge anzusehen. Oh, die Luft ist hier einfach dufte. Eine hübsche Melodie ist in der ganzen Stadt zu hören. Ich habe hier einfach mit ein paar Leuten alles getauscht. Ich sag dir, das macht mehr Spaß, als man meinen würde. Züge sind einfach cool. Wie wäre meine Mutter? Die ist irgendwo unterwegs und schießt Fotos. Na, sowas. Du interessierst dich auch für diesen Zug? Ja, gut, dann will ich dir mal was darüber erzählen. Dieser Zug der Super-Doppellinie ist neu und wird in Massenfertigung hergestellt. Es handelt sich dabei um den derzeit am häufigsten eingesetzten Zugtyp. ICE. Man sieht hier ein überarbeitetes Design, völlig ohne überflüssigen Schnickschnack. Das ist eben Massenfertigung. Da hat die Funktionalität strikten Vorrang. Die Super-Einzellinie bedient sich Zügen desselben Typs, nur die Farbgebung ist eine andere. Diese Züge haben sich einen Platz in den Annalen... Nein, haben sie nicht. Der Kampfmetro verdient. Ich bin der Meinung, diese Züge sind einfach spitze. Alter, was sind das für Leute? Ich war so in meiner Reise vertieft, dass mir doch gerade meine Fluchtseile ausgegangen sind. Ich brauche davon zwei. Könntest du dich vielleicht für Beleber erwerben? Ich würde mit dir davon eintauschen. Sollten wir das machen, was meinst du? Sowas aber auch, du bist ja gar nicht genug vom... Ja, hab ich auch nicht. Was die Faszination von Zügen ausmacht, vielleicht ihre Entwicklung. Wie sich das Design der Züge im Laufe der Zeit verändert, um schnelleres, bequemeres Reisen zu ermöglichen. Das könnte es sein. Die funktionellen Notwendigkeiten haben natürlich Vorrang. Trotzdem wird auch immer die ästhetische Einheit von Form und Funktion angestrebt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Züge sich freuen, wenn so viele Leute extra herkommen, nur um sie zu bestaunen. Ich bin ein eifriger Sammler des Items Sternenstück und könnte sehr gut einen gebrauchen. Ich gebe dir dafür einen von meinem Item AP Plus. Ja, sowas. Du hast ja gar nicht genug vom Item Sternenstück parat. Alter, was ist denn das für eine Stadt hier? Diese Melodie, die das Mädchen auf der Brücke spielt, das ist ein gute Nachtlied für die Züge, die hier schlafen, sozusagen. Hey, du siehst irgendwie so aus, als hättest du genau das, was ich suche. Darf ich dir einen Tausch verschlagen? Ich bekomme 20 deiner Pokébälle und gebe dir dafür einen Top-Geneser von mir. Nö. Halt die Schnauze, Alter.
Aus diesem Winkel wollte ich schon immer ein Foto schießen. Okay, das ist ja super. Na guck mal, hier geht's weiter. Was ist hier? Sag mir, hier gibt's nix. Das Itemradar habe ich jetzt hier ausgerüstet, ne, aber... Verstehe ich nicht. Was soll ich jetzt hier machen? Das ist genau hier, oder was? Ah, okay, doch, hier so. Bin so bescheuert, Mann. So, hier ist nichts. Aber guck mal, das Itemradar ist richtig nützlich, meine Damen und Herren. Das ist übertrieben nützlich. So, gucken wir uns einfach mal in der Stadt rum, meine Damen und Herren. Wie immer sind wir hier in der Erkundungsreise. Ist ja auch, ist eigentlich relativ cool. In so einen Zug passen schon eine ganze Menge Passagiere, nicht wahr? Eine ziemlich große Verantwortung, die da auf den Schultern der Zugführer und der Leute liegt, die für Wartung und Instandhaltung zuständig sind. Ferula ist ja berühmt für seine Zugdrehscheibe. Die hast du sicher von der Brücke aus gesehen, oder? Ja, habe ich. Das ist cool. So, gucken wir uns hier trotzdem weiter rum, was geht. Oh, heute ist wieder richtig viel los. Bist du auch hier, um Items zu tauschen? Ist das hier eigentlich nur für Items, oder was? Na gut, dann gucken wir uns... Wir gehen noch in die letzten zwei Häuser und dann gehen wir wieder weg. Also, ich denke, da ist auch nichts weiter. Na du, wen haben wir denn da, wenn das mal kein Pokémon-Trainer ist? Ich bin Eisenbahner und in der Kampfmetro beschäftigt. Hast du eventuell schon mal bei uns vorbeigeschaut? In der Kampfmetro geht's rund. Da finden Kämpfer am laufenden Band statt. Das einzig Dumme ist, dass die Leute so sehr auf ihre Kämpfe konzentriert sind, dass sie ständig irgendwelche Sachen liegen lassen oder verlieren. Ach ja, hierauf hat niemand Anspruch angemeldet. Bitte für dich. Geil! Sonderbonbon, meine Damen und Herren. Nur zu, du musst dir wirklich nichts dabei denken. Bei einem Trainer sind diese Items ja wohl deutlich besser aufgehoben als bei mir. Danke, Alter. Seht ihr, es lohnt sich doch, hier ein bisschen rumzugucken. Da kriegt man, guck mal, wir haben eine Sonderbonbon bekommen. Richtig cool. Am Wochenende kommen viele Menschen her, um sich die Züge anzusehen. Am Wochenende kommen immer Leute her, die das Item Sternstück sammeln. Das tauscht einige von ihnen dann auch wieder gern gegen andere Items. Bei so vielen Sammelbegeisterten kommt sicherlich jeder aus seinen Kosten. Okay, sehr schön. So, gehen wir jetzt auf jeden Fall hier von hier weg. Ich denke, hier wird es auch nichts mehr geben, deswegen gehen wir jetzt einfach hier weg, meine Damen und Herren. Let's go, wir wollen nach Hause, bitte. Ja, ja, ich möchte bitte gehen. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. So, das muss ich aber auch Matteo sagen, dass ich da jetzt war und ja, dass er Bescheid weiß. Ja, 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 ist gut. Nein, will ich nicht. Was ist das hier? Ah, okay, nach Ferula. Ist das immer so gemacht? Also ich kam von hier, das heißt, wir gucken uns erstmal hier ein bisschen rum. Vorübergehend außer Betrieb. So, hier ist ein Zug, der uns wohin führt. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Möchtest du deine GP gegen Preise eintauschen? Was ist ein GP? Ich habe keine, oder? Na, guck mal, Sonderbonbon. 48 GP wert. Okay, wohin führt das hin? Willkommen in der Kampfmetro. Die V-Line durchläuft gerade noch vorbereitende Wartungsarbeiten. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, dann haben wir diesen Zug erkundet. Guck mal hier. So, ich spreche mit euch. Hallo, willkommen in der Tauschecke. Nö, okay, das sind immer dieselben, okay. Willkommen in der Kampfjäger, das ist zur Multilinie. In die Multilinie einsteigen? Einsteigen. Möchtest du sie mit deinem Freund verbinden und gemeinsam antreten? Nein. Wer in den Pokémon, die teilnehmen sollen? Unbeteiligt. Mehr habe ich nicht. Ich habe nur die. Okay, wir speichern einfach mal. Tag, mein Name ist Lotta. Das ist doch bestimmt das erste Mal, dass du in dieser Linie antrittst. Hier brauchst du einen Partner. Bist du heute etwa allein? Da könnte ich doch dein Partner sein. Also, welche Pokémon soll ich einsetzen?
Angriff. Alles klar, dann lege ich den Schwerpunkt auf Angriff. Gut, lass uns loslegen. Also dann viel Erfolg in der Multilinie. Ich hoffe, die Pokémon sind da nicht allzu stark. Bühne frei für die Elite. Die Zukunft der Welt liegt in meinen Händen. Meinen Berechnungen zufolge werde ich diesen Kampf klar gewinnen. Okay, dann hast du aber falsche Berechnungen gemacht. Außer du hast übertrieben starke Pokémon, aber das wäre natürlich ein bisschen schlecht. Okay, die haben auch nur zwei. Schnösel, Gilbert, Schnösel. Hohoho. Als ob die Level 50 sind! Okay, unser Pokémon ist aber auch Level 50, also ist es gut. So, machen wir auf jeden Fall Käferbiss auf Sodomak. Hey, warum ist unser Pokémon jetzt Level 50? Das ist ja cool. Alter, wie wir die unseren Mistkäfer abziehen, das ist ja richtig krass. Wow, sehr schön. Das Viech ist tot. So, Käferbiss. Ich hoffe, du kriegst also auf jeden Fall ein bisschen Damage. Ich hab was gestohlen. Interessant. Ach, scheiße, Somnium. Das ist natürlich schlecht. Ah, guck mal. Die hat Flampivian. Ich hab Laubhaufen. Also ich hab eigentlich gar keine starken Pokémon, wenn ich mal ehrlich bin. Na, das sind echt keine starken Pokémon, meine Damen und Herren. Tut mir leid. Aber Flamm-Pokémon kann ich auf keinen Fall einsetzen. Ich mache jetzt einfach eine Attacke. Ich hoffe, der überlebt noch. Das wäre super. Wobei, Verfolger können wir auf Somnium einsetzen. Wäre nicht schlecht. Ja, unser Pokémon ist eh tot. Also, das will ich großartig machen. Es ist natürlich schlecht. Somnium ist tot. Sehr schön. Das passt doch. So, Zaplarang kommt zu Lotta zurück, warum auch immer. Warum Flampivian? Ist die bescheuert? Ja, wobei Laubhaufen ist sogar gut gegen Sonnermack. Na gut, du bist tot. Na dann, ciao. Grasmixer, ciao. Das ist dumm. Die überlebt safe. Da bin ich mir ziemlich sicher. Hä? Als ob der nicht. Okay, dann ist er halt tot. Praktibalk. Warum hat er den nicht davor schon eingesetzt? Sehr gut, machen wir jetzt Grasmixer. Ah, unser Pokémon hat Slam gelernt. Ist aber auch besser als Tackle, aber eigentlich brauchen wir keine normale Attacke. Alter, was ist denn das hier? Wow, Flampivian ist richtig gut. Vor dem Zufall ist man wohl selbst als Mathematiker nicht gefeit. Ich bin alles wohl zu schneller gegangen. Ich sehe schwarz für meine Zukunft. Okay, dann geht's hier weiter. Dö. Sieger im Stück 1. Als nächstes folgt Waggon Nummer 2. Mit den Kämpfen fortfahren. Fortfahren. Okay, let's go. Das ist ja absolut cool eigentlich hier. Yes, I'll help you. Okay, das ist ein Möchtegern-Engländer. Der kein Englisch kann. Teenager Hansi und Lady Dana. Na gut, Somnium. Sind unsere Pokémon eigentlich geheilt? Scheinbar. Das ist ziemlich nice. So, was machen wir jetzt? Flampion, kümmern sich. Nee, das ist Somnium. Ich gehe auf Somnium. Aber ist, glaube ich, schon tot, ne? Naja, was willst du da großartig machen, Alter? Unser Partner macht viel zu viel. Der macht echt viel zu viel. Hä? Das, greift er den jetzt an auf einmal, oder was? Ja, guck mal. Ja, wir haben nichts gegen Feuer-Pokémon. Tut mir leid. Ich kann absolut nichts gegen Feuer-Pokémon machen. Deswegen muss ich eigentlich hoffen, dass ich jetzt ein Pokémon, ein Gegnerteam sehe, das irgendwie. Ja, gut, wir haben sowas von verkackt mit Gras. Funktioniert beides nicht, deswegen mache ich jetzt einfach Ekelsamer Flambion.
Und hoffe, das funktioniert. Igelsamen auf Flampion einfach. Ist mir sowas von egal. Das muss doch irgendwie klappen, oder? Ich hoffe es zumindest. Bam, Snavitaub wurde besiegt. Sehr schön. So, wir bekommen auf jeden Fall jetzt jedes Mal ein bisschen Leben. Aber ich glaube, unser Laubhaufen stirbt. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Jetzt muss ich hoffen, dass meine Partnerin hier alles übernimmt. Das wäre sehr, sehr nice. Guck mal, die macht einfach nur One-Hits. Die hat das wahrscheinlich richtig geskillt. Aber wir sind, unsere Pokémon sind dann noch nicht mal wirklich Level 50, deswegen kein Wunder. Ich glaube, unsere Partnerin gewinnt aber trotzdem irgendwie. Wobei, die hat ja noch ein Pokémon. Ich glaube, da gehen wir später nochmal hin, oder? Ich denke mal, vielleicht schon. Also, es lohnt sich eigentlich überhaupt nicht, die Multilinie zu machen, zu fahren. Also, diesen Angriff, also diesen Kampf machen wir auf jeden Fall noch zu Ende. Oder gesagt, meine Partnerin zu Ende, aber... Es bringt halt einfach nichts, weil unsere Pokémon ja nicht Level 50 sind. Ne? Deswegen ist das wahrscheinlich ein bisschen problematisch. So, eigentlich müsste unser Zapplerang, oder eher gesagt, ihr Zapplerang, das eigentlich übertrieben easy haben. Ich glaube, da kommen wir auf jeden Fall später wieder, wie gesagt, zurück. Also, das machen wir auf jeden Fall. Da machen wir so eine 5er Streak. Unbelievable. Ja, der wollte unbelievable sagen, also unglaublich. Na gut. So, jetzt werden wir erstmal voll geheilt, aber ich möchte zurück, also ich will nicht weitermachen. Nö. Ausruhen, zurückziehen. Möchte sie vorne? Ja. Nein, ich will mich zurückziehen, du Arsch. Ich habe Ja gedrückt. Weil das lohnt sich eigentlich überhaupt nicht. War das ein Spaß? Lass uns demnächst wieder kämpfen. Speichervorgang. Warum wird das immer gespeichert? Und wie kommst du bald wieder? Habe ich jetzt GP bekommen? Nee. Wo bekomme ich denn welche? Vielleicht muss ich da eine bestimmte Anzahl an Streaks machen. So, das war dann nach Ferula, glaube ich. Okay, die hat auch Wartungsarbeiten. Okay. Und das, was ist das hier? Da waren wir schon. Super Doppellinie. Okay, da kann man einsteigen. Willkommen in der Kopfmetro. Die Super Doppellinie durchläuft gerade noch vorbereitende Wartungsarbeiten. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, die kann man auch noch nicht gucken. Und hier? Willkommen in der Kampfmetro. Hier geht es zu der Doppellinie. In die Doppellinie einsteigen. Info. Und in der Doppellinie wird mit 4 Pokémon gekämpft. Es müssen 4 verschiedene Pokémon sein. Wir dürfen die gleichen Items tragen. Alle Pokémon werden vorübergehend auf Level 50 gestuft. Der Zug besteht aus 7 Waggons. Du kämpfst insgesamt gegen 7 Trainer. Wenn du alle 7 Trainer besiegt hast, erreichst du einen Bahnhof und erhältst Gewinnpunkte. Gib also dein Bestes. Möchtest du mal eine Pause vor Kämpfen einlegen? Dann vergiss nicht zu speichern, sonst geht nämlich dein gesamter Fortschritt verloren. Nö. Diesmal nicht. Wobei, ich weiß nicht, ob das Theo machen sollte, aber wir merken uns einfach mal die Doppellinie und die Multilinie. Das machen wir nicht im nächsten Part, also ich denke nicht, dass Theo das machen wird. Ich merke mir die einfach jetzt mal. Die super Einzellinie durchläuft gerade noch. Okay, sehr schön. Das ist der letzte Zug. Hier geht es zur Einzellinie. Okay, Einzellinie, Doppellinie, Multilinie. Also einfach mal das ganze Kampfmetro. Das machen wir irgendwann später, meine Damen und Herren. Also das merken wir uns, Kampfmetro machen wir später. So, sind unsere Pokémon überhaupt, haben die überhaupt jetzt... Okay, die haben diesen voll geheilt. Ziemlich nice. Was ist das hier? Sportstadion, Fußball, Baseball und Football.
Ah, guck mal, das ist die. Das ist das Theater. Musiktheater. Du bist der Trainer in einem bla 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 bla. Eigentlich will ich, dass Theo jetzt im nächsten Part hier ein bisschen weiter rumguckt. Was ist das hier eigentlich? Sporthalle, Tennis und Base Basketball. Hey, Joe Kick! Mann, ich will nicht abhauen! Ich komme gerade aus dem Musiktheater, es war wirklich total schön. Komm schon, Joe Kick, das musst du dir ansehen, hier entlang. Mann, ich will dir nicht folgen! Da sind wir auch schon, lass uns reingehen. Mann, ich will da nicht rein. Mensch. Und der Wahnsinn, oder? Mann, laber mich nicht voll. Hallo zusammen, sehr erfreut, wirklich. Willkommen in meinem Musiktheater. Also ich muss schon sagen, ihr seht nach zwei famosen Trainern aus, Poco mit allerlei Dekoartikel zu schmücken, dann hat Deko-Spaß. Probiert es doch mal, ja? Also braucht ihr natürlich eine Deko-Box hier, bitteschön. Joker hält, Joker hält Deko-Box, okay. In der Deko-Box findest du Deko-Artikel, mit denen du Pokémon kostümieren kannst. Wähle doch zunächst mal ein Pokémon aus. Laubhaufen, okay, ja, ist gut. In diesem Sinne, auf die Deko, fertig, los! Okay, ich muss hier aber zuständig mit dem Touchscreen anfangen. Servus. Alter, was ist denn das hier für eine Kacke hier? So, zack. Was ist das bescheuert? Okay, von mir aus, ja. Okay. Ist das bescheuert, Alter? Bravissimo, ich habe beide wirklich einen ganz ausgezeichneten Modegeschmack. Wer sein Pokémon kostümieren kann, kann auch beim Musical mitwirken. Alter, sind wir hier bei Barbies Dreamhouse Party oder sowas, Alter? Ich würde mich also freuen, wenn ihr hier bald beide Musical mitmacht. Alle Informationen dazu erhaltet ihr an der Rezeption. Also ich sehe das Ergebnis eurer Arbeit dann auf der Bühne. Mensch, ich will da nicht weiter. Was mache ich nur, was mache ich nur? Das Musical reizt mich sehr, aber es gibt noch so viele andere Attraktionen hier. Ich habe mich entschieden, ich mache erstmal eine kleine Stadtbesichtigung. Bis später, Joe Kick. So, ich will eigentlich das Theo... Mann! Papa, was machst du denn hier? Na was wohl, ich bin hier, um dich wieder mit nach Hause zu nehmen. Deine Mutter hat mir alles erzählt und du bist wirklich weit gekommen, aber deine Reise war jetzt lang genug. Ich will aber nicht nach Hause, ich will mit Joe Kick und dem Pokémon meine Reise fortsetzen. Nichts da, jede Reise ist einmal zu Ende und daheim ist daheim. Ah, ich bin nicht wie du, Papa. Setze deine Reise nur fort, meine Kleine. Was soll das? Ich bin ihr Vater, was mischen Sie sich da ein? Mein Name ist Camilla, ich bin die Arenaleiterin von Rayono City und außerdem noch Model. Natürlich sind alle Menschen verschieden und somit oft auch ihre Meinungen. Und manchmal können einen die Meinung anderer ziemlich verletzen. So ist es und genau das befürchte ich. Aber das Wichtigste ist doch, im Umgang mit anderen zu erkennen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt und dass das auch gut so ist. Und keine Angst, Belle ist ja nie allein. Ein Trainer hat immer sein Pokémon-Team. Pokémon sind zwar niedlich, doch kommt es hart auf hart, ist auf sie Verlass. Oh, wunderbare Pokémon. Bitte, Papa. Ich weiß, dass du dich um mich sorgst, weil Schlimmes auf der Welt passiert. Aber es gibt so viele gute Menschen und zusammen mit dem Pokémon bin ich auch stärker geworden. Du hast ja recht. Wenn es stur von dir ist, auf deiner Reise zu bestehen, ist mein Bestehen darauf, sie dir zu verbieten. Genauso stur. Es scheint, als sei ich der größere Kindskopf von uns beiden. Es bedurfte der Wort einer Arenaleiterin, damit ich das erkenne. Babe, wenn du das wirklich tun willst, dann ist es auch in Ordnung für mich. Ich wünsche dir eine schöne Reise. Joker, pass bitte gut auf Belle auf. Papa, sobald ich den richtigen Weg für mich gefunden habe, komme ich nach Hause. Ganz bestimmt war er früher ebenfalls ein Trainer und viel auf Reisen. Eltern haben es auch nicht immer leicht. Hätte ich mich besser nicht einmischen sollen, ich wollte doch nur helfen. Also meine lieben Trainer, ich erwarte euch in der Arena. Dann werdet ihr erfahren, welche Herausforderung eure Reise mit sich bringt. Sie ist ja so cool. Ich will später auch mal so eine tolle Frau wie Camilla sein. Was wohl einmal aus mir werden wird? Wie auch immer, zuerst muss ich den richtigen Weg für mich finden. Bis bald, Joe Kick.
Okay, sehr schön, meine Damen und Herren. Wir sehen uns trotzdem hier im nächsten Part wieder, meine Damen und Herren, oder beim Theo. Der wird jetzt, ich sag ihn auf jeden Fall, der soll sich hier rumgucken. Damit ich die Arena im nächsten Part mache. Also ich mache die Arena wahrscheinlich dann. Hoffe ich zumindest. Und ja, wir sehen uns trotzdem im nächsten Part hier wieder, meine Damen und Herren. Also beim Theo seht ihr den nächsten Part. Und ja, morgen ist nichts mehr. Bei mir auf jeden Fall nicht mehr. Morgen ist nichts mehr. Tschüss.